Moin Leute, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabi und das ist Meier. Genau, ich bin ja ganz kurz ins Wort gefallen, aber das ist egal. Entschuldige bitte. Heute stellen wir euch den neuen Flame-Tobacco vor. Also die Marke ist neu. Das ist die kommt aus Russland, wie ich gehört habe. Und den Geschmack wir stellen euch, wie heißt der nochmal? Tropical Sunrise. Tropical Sunrise vor, genau. Das ist ein Multivitamin, also Multifrucht-Geschmack. Und ja, erstmal das Rauchverhalten. Ist sehr gut. Wie ich finde. Findest du auch, ne? Definitiv. Okay, wir rauchen jetzt, sag ich mal, schon so eine halbe Stunde circa. Ja, wir wollten ihn erstmal für uns selber testen. Ja. Aber Rauchverhalten ist auf jeden Fall top. Die Dose kostet 17,90 € für 200 Gramm. Und jetzt wollte ich euch mal die Dose zeigen. Und da kann Meier mal was zu sagen. Ja, wenn er denn ausgeatmet hat. Ja, so wie Shabby euch jetzt die Dose zeigt. Das Logo, denke ich mal, wird jeder von euch kennen. Typisch angelehnt an Granini, an Granini-Saft. Ja, zum Schnitt, der Tropical Sunrise war sehr... Oh, scheiße. So, das schneiden wir schnell raus, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwo was kleben habe. So, nein, Spaß. Wie gesagt, der Schnitt, wenn ihr den jetzt so ein bisschen sehen könnt, ist jetzt mittlerweile so mittelfein bis fein. Ursprünglich war der Schnitt sehr grob. Wir haben dann aber selber noch mal ein bisschen nachgeschnitten, haben noch mal ein bisschen Feinwerkzeug benutzt und ja, weil ich es einfach viel angenehmer für den Kopfbau fand. Und ja, molassehaltig, was sagst du, Bruder? Na, ist normal, oder? Also schwimmt jetzt nicht extrem. Hau ruck, da bin ich wieder. Genau, die Molasse ist sehr gut angezogen. Klar, ein bisschen schwimmt am auf dem Grund. Aber das ist halt normal und das finde ich auch nicht so schlimm. Zum Geschmack. Ja, kommen wir mal zum Geschmack. Ja, fang du mal an. Ja, ich sag mal, geschmacklich kommt auf jeden Fall die Multifrucht- oder Multivitamin-Sorte sehr, sehr gut durch. Also auch hier würde ich jetzt einfach mal glattweg behaupten, ich kann keine Frucht überwiegend schmecken. Das ist wirklich ein Obstkorb. Also... Ja. Richtig, richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Xavi hat den heute besorgt. Ich kam frisch von der Arbeit und da dachte ich so, ja, okay, Flame-Tobacco aus Russland. Ich so, probieren wir mal, ne? Mal was Neues. Wir sind ja mal offen für neue Sachen. Und ja, also schmeckt mir, also gefällt mir sehr, sehr gut. Geschmacklich gefällt er mir auch sehr gut. Und ja, ist auf jeden Fall was man vielleicht nicht jeden Tag rauchen kann. Aber ich denke mal, auf jeden Fall eine angenehme Abwechslung zum Stammtisch. So. Also, ich habe vorhin mit den Jungs von Cam Smokes geredet und Ahmad von Almani. Grüße gehen raus, auch an Mike. Auf jeden Fall, Mert meinte auch, dass man da ich habe vorgeschlagen, ein bisschen pure Minze mit reinzumischen, also Minztabak, damit er minziger wird. Oder, Findest du mal Multivitamin, ehrlich, Minze rein? Ja. Warum willst du mal alles mit Minze versuchen? Ich weiß nicht, ich brauche irgendwas mit Minze. Auf jeden Fall, dann hat Matt noch vorgeschlagen, weil es halt ein echt geiler Sommertabak ist, irgendwie. Ja. Weil, also es ist fruchtig, aber diese Kühle fehlt. Und wenn man irgendwie draußen oder Balkon oder irgendwie an einem heißen oder warmen Sommertag sitzt und den Tabak raucht, kann man den auch einfach ganz leicht mit einer Eisbazooka rauchen. Wollte ich gerade sagen, können wir auch nochmal ein Video machen? Und ja. Wir haben ja selber noch pure Minze, habe ich ja noch aus Ägypten, da von Alpaka. Ja. Den Originalen. Können wir nächstes Mal im Setup, werden wir ein Video für euch mal draußen drehen jetzt, wenn es wärmer wird. An Vatertag können wir es machen. Genau, mit der Eisbazooka und dann einfach nochmal ein Setup ganz normal, den Tropical Sunrise und dann nochmal ein bisschen mit Alpaka Minze pur vermischen, würde ich sagen. Ja, mit der Eisbazooka. Ja. Also Kaufempfehlung. Auf jeden Fall raus, denn klar, der Tabak ist grob geschnitten. Ja. Kann man mit rauchen, kann man mit arbeiten. Wenn ihr solche Patienten habt wie Meier, dann oder seid wie Meier und das nicht irgendwie so grob haben wollt, einfach mit der Schere, mit so einer größeren Schere in die Dose, bisschen
den hackfleischhassenden Saka spielen? Du kennst die Geschichte gar nicht vom hackfleischhassenden Saka? Der hackfleischhackende Hasser? Der hackfleischhassende Saka? Der verhackstückelhafte Fleischer? Der zerfleischte Hackenhasser, der Hackenschlagende? Genau, der hackfleischhassende Zerhacker. Ja, dann hat sich die Sache. Dann ist er etwas feiner, je nachdem wie fein ihr den schneidet. Weil ich kann euch, am Ende blende ich euch ein Video ein. Ganz am Ende nach dem Tschüss sagen blende ich euch ein Video ein, wie der Tabak vorher aussah, also der Schnitt. Und ich muss sagen, das habe ich vorhin zu Ahmed auch gesagt, das ist einfach, das sah aus wie, wie nennt man das, wie ein großes Tabakblatt mit einer Bastelschere ein bisschen verkleinert. Ein bisschen übertrieben gesagt jetzt, aber der war halt extrem grob. Deswegen, aber der geschmacklich ist er wirklich top, muss ich zugeben. Geiles Sommerblatt auf jeden Fall. Also, wenn ihr draußen Bock habt, den zu rauchen, ganz ehrlich, versucht's mit einer Eisbazooka, das ist heute schon das fünfte Mal gefühlt. ja, wie gesagt, das war's erstmal von mir. Wie gesagt, Kaufempfehlung ist raus. Lasst euch überraschen, raucht ihn wie ihr wollt. Wir wollten ihn auch nochmal im anderen Setup mit dem Octopus Plankton rauchen. Einfach mal gucken, wie er Hitze ab kann. Also ich finde, der kann gut Hitze ab, denn wir rauchen gerade mit 4 Kohlen. Jetzt, wie ihr seht, vielleicht die Kohle ein bisschen kleiner geworden. Ja. Aber alle halt noch mit selbst Hitze haben wir gerade draufgepackt, nochmal die vierte. Und ich muss sagen, der kratzt nicht und der drückt auch nicht. Ich kriege auch keine Kopfschmerzen. Was ich noch sagen wollte, wir holen die Dose. Wenn man dran riecht, dann ist man wirklich abgeschreckt. Ich habe ihn vorher gekauft, habe ihn bei KM auch umgefüllt und dies und das. Aber als wir ihn dann geraucht jetzt haben. Geht ein bisschen. Jetzt kommt so ein bisschen Orange durch, finde ich, oder? Ja, es geht. Aber sag doch mal, was dich der Tabak bitte erinnert. Habe ich vorhin gesagt. Vom Geruch her. Vielleicht kennt ihn jemand von euch, von True Passion haben wir auch noch da, den Gaza. Ja, stimmt. Ja, genau. Der geruchlich, sage ich mal, wirklich sehr, sehr gleich. Und wo ich den gerochen habe, ist jetzt kein Hate oder so, habe ich gedacht, so, kennt das vielleicht so ein bisschen so muffig, sage ich mal, wie bei alten Leuten oder so, dieser klassische Oma-Muff so. Ja, also, Oma-Muff. Also, wie gesagt, Haus 80 Jahre alt, nicht einmal gelüftet oder so. Aber wie gesagt, so muffig, ne? So, aber ja, also ich war halt wirklich abgeschreckt davon. Aber als wir den dann im Kopf hatten und geraucht haben, war ich mehr als positiv überrascht. Weil er riecht halt, wie man ja gerade gesagt hat, etwas muffig. Oder auch gewöhnungsbedürftig. Ja, so, gewöhnungsbedürftig, leicht künstlich. Aber er schmeckt halt wirklich fruchtig. Also kein, wie ich persönlich jetzt wirklich finde, also keine künstliche oder parfümierte Note, sondern wirklich frisch. Und da muss ich halt wirklich Props rausgeben. Die haben halt auch extrem viele andere Sorten, zum Beispiel geil. Haribo, das sind diese Apfelringe von Haribo. Oh, auch stimmt. Oder Bubba Hubba ist halt dieser Kaugummi. Ja. Das soll aber nicht nach Kaugummi schmecken, sondern wirklich nur nach diesem pinken Fruchtgeschmack. Ja, einfach nur dieser Fruchtgeschmack von Hubba Hubba, dieser pinke. Ja. Oder was haben die noch? Blue Grenade? Ja, Blue Grenade, das ist auch gut abzuwandeln. Blaubeere und Granatapfel. Also blaue schön. Granate, Blaubeere, Granatapfel ist das. Und was hatten wir noch? Diesen klassischen Pfirsich-Eistee. Ja, Arizona mit S geschrieben. Arizona-Eistee, das ist halt einfach Pfirsich-Eistee. Aber den wollten wir jetzt nicht unbedingt testen. Denn wir haben schon einmal von Aquamenta, glaube ich, einen getestet. Und von Somo, diesen Strong Peach. Das ist ja auch angelehnt an die an einen Pfirsich-Eistee, wie ich finde. Und deswegen wollten wir halt mal was komplett Neues zum Stammtisch bringen. Und was komplett Neues testen. Und ja, da haben wir uns dafür entschieden. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also wie gesagt, werden wir, denke ich, auch nochmal einfach. Testet selber, macht eure Erfahrungen, schreibt in die Kommentare, wie ihr Flame Tobacco findet. Also wie gesagt, wir wissen jetzt auch, wer dahinter steckt. Richtig geile Sachen habt ihr oder du da rausgebracht, habt euch geil eingebracht und
Ja, lassen wir uns mal überraschen, was wir noch so testen, wie jetzt Vatertag wird, was wir da noch als kleine Überraschung haben, werden wir noch ein bisschen gucken. Also, ja, das wird auf jeden Fall noch ein richtig heißer und dampfiger Sommer auf jeden Fall. Seid gespannt, was noch kommt. Damit würde ich das Video beenden. Und da hast du noch was zu sagen? Nee. Eigentlich haben wir alles gesagt, ne? Ja, richtig. Ja, doch. Die Dose ist stabil gebaut. Allerdings erinnert die mich an Copysmoke. Hast du da noch eine Dose liegen? Haben wir da noch eine Dose? Vielleicht können wir es ganz kurz zeigen. Und ganz unten. Einen Moment. Weil dieser Grauton, der ist halt... Ja, das sind auf jeden Fall dieselben Dosen. Also kannst du mir sagen, was du willst. Hier nochmal ein schöner Copysmoke, bum bum. Haben wir auch mal eine Zeit lang geraucht. War auch lecker, ne? Ja, der war gut. Ey. Stimmt, Alter. Ist noch was drin. Ja, naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Ich verabschiede mich, gebe das letzte Wort an Maya weiter. Abonniert uns auch bei Instagram und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge oder auch wenn ein Hersteller gerade zuguckt, wenn ihr gerade zuguckt und irgendwie irgendwas mit uns eingehen wollt und mit uns was aufbauen oder versuchen wollt oder was auch immer, schreibt uns gerne bei Insta an. Wir antworten gerne drauf und damit würde ich abgeben. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und damit gebe ich das letzte Wort an Maya weiter. Guten Rauch euch und einen schönen Abend oder Tag oder wann ihr das Video auch gucken mögt. So, das war's von mir. Wie gesagt, ich schließe mich Shabi nur an. Mega geiler Sommertabak, ich kann es nur wiederholen. Fruchtig, geschmacklich, qualitativ, hochwertig. Mega geiles Sommerbrett, das war's von mir. Lasst euch überraschen. Bis nächstes Mal, euer Maya. Haut rein. Ciao.